Ah, 5000 haben mir gefehlt. Darf man mit Escape in die Box? Oh, das weiß ich nicht. Mach's einfach mal nicht, aber könnte sein, dass man's darf. Fahr ich jetzt einfach mal in die Box. Hallo und herzlich willkommen zur SL GT3 heute Abend. Letztes Rennen auf dem Sachsenring. Ja. Qualifying läuft schon, noch sind wir keine Runde gefahren. Als einer von zwei. Martin und mein Teamkollege führt aktuell. Josef Hambitzer auch von Zero Force auf der 6. Wir versuchen jetzt auch mal eine Runde. Sollten wir mal was am Lenkrad einstellen. Und dann geht's auch schon los. Das ist knapp gewesen. Fahrzeug. Lenkwinkel gerade noch verstellen, der ist irgendwie. Irgendwie verstellt. Wahrscheinlich, weil ich das Lenkrad ab hatte über Nacht. So, probieren wir es mal. Ich denke, irgendwo im 1,18er Bereich sollten wir unterkommen. Wir fahren heute mit der neuen Version vom Zero Force HUD. Hat sich einiges getan. 0, stark. Seit dem letzten Mal. Boah. Okay, da gehe ich jetzt mit Escape in die Box. Guck auf die Zeit und fahr beim Boxenausgang gegen diese. Naja. Das ist unglaublich. Gegen die Ampel. Kabum, Auto kaputt. Hacke. Dann fahre ich in Kiesbett. Ja. Nein. Ah. Ah, Track Limits, okay. Na toll. Die Runde ist nix. Gewertet wird zu nennen. Bitte noch Platz. Oh nein! Ach Mensch, da wäre so viel mehr drin gewesen.
Okay. Scheiße. Sag mal, ist das ein wenig Fahrbetrieb oder? Ja, gern noch unter die 1,18 fahren. Also bei mir ist eine 18er Zeit drin, aber ich vergleich's jedes Mal. So, versuchen wir auch mal auf die 18. Das ist eine Sicherheitsrunde, eine Sekunde zu langsam. Aber das geht noch schneller. Das geht noch schneller. Die Jungs erstmal durchlassen. So, nächster Versuch. Zwei Versuche werden wir noch haben. Gucken wir, dass wir noch was rausholen. Eieiei, fast wäre ich in die Boxengasse abgebogen. Unfreiwillig. Das muss reichen. Yeah! Das ist ein Zinner. Sauber, Martin. Ganz stark. Der letzte Punkt. Ein Cut, kein. Ja, ein Cut. Nee, ich kann. Oh, kotzen. Nein, bleiben. Eine Runde noch. Geh nochmal schnell, sofort wieder da. Ja. Boah, die Reifen werden hier so heiß. Thank you.
am Ziel. Recht. In der letzten Runde ist Auto geschrocken. So wird es auch im Rennen geschehen. Bei Runden gebe ich mir. Du fährst auch den AMG, ne Jens? Ja, ich fahre auch den AMG. Hier, Sprit nehmen wir mit. Also ich würde mal so 80 mitnehmen, dann ist man ganz sicher. Jo. Pass auf, du bist direkt hinter mir im Moment, ne? Wenn du nicht noch schneller warst jetzt. Kann dich auch direkt durchlassen, du bist eh schneller, Jens. Ich kann jetzt nicht mehr sprechen fürs Rennen, weil ich die PTT-Taste doppelt belegt habe. Ach, so mit. Ach, dann auf jeden Fall viel Glück, ne? Ja, viel Glück. Ah, ist auf 1, ne, Martin? Ja. Ja, dann hau mal rein. Ich hoffe, da bleibe ich auch, wenn ich keinen Scheiß baue. Ich muss halt gucken, ich hoffe, dass mit dem Setup klappt. Ja, ich werde direkt mit 5% Traktionskontrolle losfahren. Oh, danke, ich liebe dich. Gut, dass du mir den Hinweis gibst. Ich hätte jetzt fast vergessen, meine Traktionskontrolle zu verstellen. Ja, das vergisst man schnell, das stimmt. Ja. Genauso gut. Also Reifenwechsel müssen wir, ne? Denkt dran, tanken auszustellen. Ja. Also es geht jetzt direkt. Ich weiß doch erst, es geht die 3 Testrennen, ne? Auf der Nordschleife so, oh, so schnell. Nein, verdammt, ich vergessen den Rennsprit reinzupacken. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Ja. Es war stehender Start, gell? Was? Es war stehender Start, oder? Ja, ja. Ich glaube schon, ja. Wir werden es merken, wenn wir wechseln. Hatte ich einen super Start. Vorsicht, super. Jens. Ey, wer dreht mich denn da? Ja, ich habe direkt einen Schaden. Motorschaden, alles kaputt. Einer hat mich voll gedreht. Danke, wirklich, danke. Ey. Das war ich nicht. War es völlig krumm. Könnte ich ja kotzen. Warum kann man einfach nicht in der ersten Kurve ein bisschen Abstand halten? Warum sitze ich eigentlich hier? So, erste Runde und der Tumult ist vorbei. Ganz ehrlich, ich glaube hier raus direkt. Oh, fast zu Ende. Ja, wie denn? Die Karre ist hinüber. Ich habe Motor und Aero-Schaden. Na, vielleicht kommen nicht alle an. Du holst mich jetzt in die Box. Wahrscheinlich kriege ich noch eine Durchfahrtsstrafe jetzt. Dann fahr nicht zu schnell. Bin ich schon. Ich gehe auch nicht an meinen Platz. Naja, das macht keinen Sinn mehr. Das ist doch zum Spaß. Leute, kann ja wohl nicht wahr sein. Man da so reinrutschen.
ihr kommt jetzt schon über Start und Ziel. Bock. Wenn ich jetzt noch eine Durchfahrtsstrafe kriege, dann quitte ich. Vorsicht, ich komm raus. Bin gleich da und. Besser kann man es nicht timen. Gott, ja, tut mir leid, ey. Muss ich mich von allen überrunden lassen. So, so langsam geht's nach vorne. Aero-Schaden. Merke ich zu gut hier. Auf einer Strecke, wo Aero nicht zählt. Jetzt müssen wir langsam mal gucken, dass wir unsere Pace finden, weil wir da nicht abreißen lassen müssen. Ich komme mit der Karre gar nicht mehr zurecht, die ist so krumm. Batzen. Thank you.
Nächster Einschlag. Letzte Kurve, wieder abgeflogen. Wir haben so langsam unsere Pace gefunden. Relativ konstante Rundenzeiten, die wahrscheinlich so anfangen, ein bisschen schneller zu werden. Umso mehr ich mich an die Strecke gewöhne. Die beiden Streithände da vorne sorgen dafür, dass ich nicht wirklich abreißen lassen muss. Ich glaube, ich komme sogar einen Ticken wieder ran. Einfach jetzt mal abwarten und gucken. Oh. Das war's mit der Meisterschaft im Prinzip. Mal gucken, dass wir vielleicht irgendwo. Ja, und da komme ich eben noch aufs Gras. Auf Fehler warten. Frei nach dem Prinzip, wenn zwei sich streiten, freut sich, ne? Immer geht's nicht. Geht doch. Weil da fahre ich noch ran. Rundenzeiten werden jetzt langsamer, ein Ticken langsamer, wie man oben an der Grafik sieht. Also völlig fertig sind die Reifen noch nicht, aber man merkt jetzt, dass der Reifen anfängt mit dem Abbauen. Für alles gleiche Spiel. Da wird jetzt jeder Probleme mitkriegen. Am Mittelsektor nochmal schnellster. Persönliche Bestzeit haben wir gefahren.
Häfen sehen sehr gut aus. Mist, habe ich mich jetzt von dem Porsche irritieren lassen. Nicht so gut. Ein bisschen Anschluss gekostet. Versuchen wir mal den Undercut. Hey, wenn du nur ein paar Zentimeter übers Ziel hinaus schießt, mach dir keinen Pitstop. Ähnlich. Aber wer weiß, wie weit davor kannst du parken. Deine Schrott. Tisch genau im Verkehr raus. Ja, bleiben wir jetzt davor. Jens, bist du Startziel? Nö. Jens kann nicht reden, der hat Push. Oder irgendwas, irgendein Knopf so. Hat er doppelt belegt. Der war. Oder bist du gerade Omega Josef? Bei was? Ich hab keine Ahnung, wie hier irgendein Steckenteil heißt. Wenn hinter dir gleich ein Audi auftaucht, dann bin ich das. Ja, ich lass dich durch, ich bin ja eh lahm wie eine Schnecke. Ja, noch ist Zeit. Komm jetzt hier den Berg runter. Also so weit bin ich noch nicht. Startziel. Na, bin ich vorne dran, oder?
Endeffekt fahre ich hier Testkilometer fürs Team, mehr ist das nicht. Sind alle so weit vor mir, dass ich keine Chance habe. Danke, Dennis. Die letzten 20 Minuten. War nicht eine Runde mal oder zwei Runden mal die gleiche Linie, ne? So nervig diese Strecke. Nur nicht letzter, weil die anderen alle aufgegeben haben.
Komm mal da an den Elias nochmal ran. Wo ist die Kackstrecke, die ich eh gefahren bin? Das ist ein ganz schönes Rauschen, Nico. Ich? Mhm. Ja. Übrigens, mein Auto hat heute gestreikt, ist einfach ein Leerlauf ausgegangen in der Ampel. Scheiße. Die ganze Reparatur hat sich voll gelohnt. Ich glaube, ich stoße die Karre ab. BMW, Freude am Fahren, ja, ja. Der BMW. Schön Platz gemacht. Thank you.
Bisschen defensiver jetzt. Tja, der 360 hat uns das Podium gekostet. Und vom Regen in die Traufe. Oh Gott, jetzt sind es aber auch die Reifen ein bisschen. So, jetzt haben wir ein paar saubere Runden und dann ist gut.
Das war nett. Ja, okay. Da hab ich einer durchgelassen. Wissen gerade. Gleich statt Ziel. Vor allem, du musst der Mikro töten. So schnell? Ja. Nur noch gerade rausschütten. Boah ey, das nervt mich so dermaßen. Wenn ich sowas weiß, kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Fahre ich nur noch neben der Strecke. Wegen dem Mikro? Ja. Es gibt gar keine Kurve mehr. Das soll nicht stimmen, sobald wenn du nicht wieder zählst, fällt es nicht auf. Oh, wenn es vorbei ist, der Mist. Ich vermute, im Auto könnte der noch ein Wellensensor sein. Der zuckt nämlich manchmal aus dem Standgas, warum auch immer. Können wir das gleich nach dem Rennen? Ja, ich weiß. Ich rede ja nur für mich hin. Ich kann dir auch ein paar Witze erzählen. Kommt ein Pferd in der Bar. Ey, Josef? Ich halte ja schon die Klappe. Mit Kurve. Also welche Kurve ist hier nicht geschützt? Ich meine, das Morgs. Sind die Reifen schon ganz schön runter. Es ist nicht mal ein Cut auf dieser Strecke. Letzte Runde. Wo bin ich? Schon an zu vergessen, in welcher Kurve ich bin. Ja, sowas böse.
Fahre ich lieber 3 Stunden Nordschleife als das hier 1 Stunde. Was war denn deine schnellste Zeit, Martin? Ich bin 3. Hä? 1,18,3. Was? Fertig. Aber ich muss noch fast eine ganze Runde. Warum fährt der da vorne so langsam? Keine Ahnung. Vielleicht weil er schon durch ist mit seiner. Schönes Rennen, Jungs. Hat Bock gemacht. Ja. Ja, sehr, total. Super, geil. Ich hab's eigentlich ziemlich komfortabel. Ich hab einen ganz gemacht, ich hab einen 360 den Berg rauf gemacht. Aber einen richtigen, ey. Hat mich aber nicht wirklich was gekostet. Also ich bin. Also was hat. Es hat mich eine Position in dem Moment gekostet. Aber der Tobias hat das danach die Runde quasi ähnlich gemacht. Und dann war ich wieder durch. Dritter. Sehr gut. Aber ich glaube, ich bin von 10 oder so gestartet. Und hat am Anfang echt riesen Pulk. Da habe ich bis zum Boxenstopp habe ich dahinter gegangen. Was ist denn mit diesem Apollinaris passiert? Wir haben einen Undercut gegen den gemacht. Also ich habe einen Undercut gegen den gemacht. Den Tobias Kühnert und also ich habe beide Audis gekascht beim Undercut. So, und dann wollte der mich irgendwie angreifen, hat er sich gedreht hinter mir. Aber da war keine Berührung oder so, da war einfach... Hier da. Oh, der ist mit 4 Sekunden in den Ziel gekommen. Der Kühnert? Nee, der Apollinaris. Der Kühnert war doch die ganze Zeit hinter mir. Nee, der Apollinaris hat den noch überholt. Nochmal 2 Sekunden dahinter ist der Kühn. Ja, okay. Also Kühn hieß er, nicht Kühnert. Ja. Ja, Ach du Scheiße, das war ja die Höchststrafe für das SL Racing Team. War beide ausgeschieden, Butzi und Reus. Markus auch ausgeschieden? Ja. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Wutzi habe ich so nebenher gelesen, aber Markus habe ich nicht gesehen. Nach meinem Boxenstopp, das war genau so, dass ich bei euch rauskam. Ihr habt mich gerade überrundet, da kam ich dann hinter Jens raus. Ja. Total beknackt und ich hätte eigentlich mit Jens mitgehen können, aber ich war so auf 180, ich war nicht konzentriert. Und, ja, weil du gequatscht hast. Ja, das ist eine Wurscht, ich könnte. Das wirst du auch gedreht am Anfang, ey. Ich meine, ganz ehrlich, was soll das? Mach mal den Stream aus. Hier nochmal das Rennresultat. Sehr schön auf 1 und 3 gelandet. Ja, Glückwunsch, Martin. War gut gefahren. Glückwunsch an der Stelle auch an Elias Färfer zum Meistertitel in der SLGT3. Und dann werden wir uns wiedersehen am... Wann ist das nächste Rennen? Mittwoch, ne? Gute Frage. Ja, Mittwoch ist DTM, genau. Mittwoch ist DTM, genau. Ja, dann sehen wir uns Mittwochabend wieder zur VRTM Saison 8, Lauf 2 aus Sandford. Ja, genau. Schönen Abend. Ich beende meinen Stream auch, wünsche euch was. Und bis zum nächsten Mal. Und